So, lange Zeit ist her, aber Fußballmanager 2020, natürlich mit dem SV Meppen. Joa, drei Neuzugänge sollen kommen. Dreimal aus dem Scouting. Joa, kann man das denn einsehen? Scout, nein. Naja, auf jeden Fall soll drei kommen, allerdings sind die noch nicht. Wie geht das denn jetzt?
dass sie WLAN-Club willkommen heißen und ihnen helfen, seinen neuen Kollegen kennenzulernen. Wir waren natürlich werden natürlich von uns vorgestellt. Sie sitzen neben Ihnen Neuschwenk. Ja, wir sind ganz schön froh. Sie hoffen sich wohl, dass wir in Zukunft einen großen Anteil an Erfolg von Web machen wird. Ich bin überzeugt, dass Cedric die einzelnen Stand-Übern welchen Einfluss hat ein Zirkstoff-Kader einen guten Schub. Die Mannschaft, die sie für morgen gespielt, die Wuppertal.
Ich hoffe, Kleinsorge 2,3
Was? Ah, jo, gut. Schuster wechselt aus der damaligen Bundesliga runter. Kann man so machen, hey. Und jetzt endlich ein gutes Spiel. Mit unserer Mannschaft, die eigentlich gar nicht mal so schlecht steht. Gut, auf geht's ins Spiel. Das wollen wir gewinnen. Und dann ist auch die Folge heute fertig. Die Platzfahrt hat sie gefragt, ob sie Änderungen an Spielfeldgröße vornehmen müssen. Schreibt vor, das Spiel mit 100 Meter lang und 65 Meter Breitseite. Dritte Liga zudem, dass das Spielfeld nicht mehr als 110 Meter und 75 Meter breit sein darf. Derzeit 105 Meter lang und 68 Meter breit. Ja, komm, hier. Gut. Und jetzt lass mich ins Spiel gegen rein. So. Obmarsch! So Leute, was wir jetzt tun ist ein bisschen und so, ne? Mach ich hier so ein bisschen. Achso, gut, es muss also grün sein, wo ich spielen kann. Ja, dann spielen wir da. Jetzt. Aha. Ja. Oh ja, See, wo kannst du spielen? Innenverteidiger? Okay. Versuchen wir es. U23. Und Abmarsch zum Spiel. So, ein bisschen neue Formation, beziehungsweise neue Spieler. Aber zur Halbzeit dann werden wir halt auf das alte Personal zurückgreifen.
So, Testspiel, unser Gegner. Ab in die Kabine. Und wir werden die Mannschaftsansprache machen. Das ist eure Chance. Ich möchte, dass ihr eine saubere Leistung gibt. Mittelfeld. Oberhand und vorne im Sturm. Einfach mal ein paar Tore. Mannschaftsansprache wenden. Und ab geht's. Anstoß. Und wie? Und ich muss mal eben kurz. Hey, hat er doch Ton ausgemacht. Naja, müssen wir mal durch heute. Rein, gib Gas. Ich hoffe, dass wir warten aufs Highlight und der kommt von rein. Nicht gut. Oh nein, Müller. 1 gegen 1 Situation. Weser kann klären. Sehr schön. Weser ist auf dem Hut. Goljic ist halt fertig mit der Welt. Genug, was kommt. So Leute, Halbzeitpause und wir gehen in die Kabine. So. Gut, Co-Trainer. So. Eure Defensive war gut. So. Gut, wir gehen jetzt in die Taktik hinein. Und wir werden jetzt ein bisschen durchwechseln. So wie zum Beispiel ein Haßmann kommt rein. Armin kommt rein. Piosek kann auch noch hier spielen. Duker von dem Sturm für Udas. Puttkamer hat hier. Guder kann er verrichten Flüge für Kleinsorge, okay. Der Kulitsch. Kann auf links, mag er aber nicht so. Der Rama kann nur da spielen, wo wir schon gewechselt haben. Max Kremer. Kann auch nur offensiv. Und Vrosek. Ja, jetzt halt Vrosek. Komada. So, zweite Halbzeit starten wir. Zack. Und ab der Fisch. Und jetzt gehen wir und switchen einfach mal um. Oh, wir haben verdammt lange den Ball.
Oh, fast eine gute Chance, aber geblockt. Wir tun uns schwer. Oh nein, Puttkammer für den Ball. Leute. Sehr offensiv. Schießt bei freier Schussbahn. Und drückt nach vorne. Ja! Duquerre! Mit dem 1 zu 0. 1-1. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Gut gemacht, Jungs. Sehr gut. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Abseits. Oh. Rein hat die Chance jetzt zum Lucky Punch. Können sie aber nicht nutzen. Kudela mit dem Abschlag nach vorne. Und jetzt haben wir vielleicht die Chance. Nein. 1 zu 1. Oh, Co-Trainer. Verteidigung. Ich erwarte das nächste Mal mehr von euch. So. Mannschaftsansprache beenden. Fortfahren. Nur ein Unentschieden ging rein. Aber besser unentschieden als verloren.